Corona war sozusagen der Nullpunkt der Kulturförderung. Es war der Punkt, von dem man neu ausgehen musste oder auch konnte. Alles war zu. Es gab einen Lockdown. Alle sind erschrocken und haben festgestellt, wie können wir jetzt noch arbeiten, wie können wir gefördert werden. Die Politik hat gut reagiert zunächst. Es sind überragende Fördertöpfe aufgesetzt worden. Die Solidarität war groß, eine sehr große Entdeckung auch, gesamtgesellschaftlich. Aber jetzt geht es dran, eben neue Förderstrukturen zu entwickeln und neu zu verhandeln. Das heißt, wir müssen die Kultur von Grund auf neu denken und müssen auch der Tatsache wirklich Rechnung tragen, dass viele freie Künstler auch Anspruch haben eigentlich auf eine soziale Absicherung, aber auch auf Töpfe, die sonst einfach und automatisch vom Bund oder vom Land verteilt werden. Es geht darum, dass Förderstrukturen daraufhin überprüft werden, inwiefern von vornherein auch große Mittel des Bundes und des Landes schon hermetisch abgeschlossen an Theater, an Museen, an andere Festivals gehen und inwiefern nicht der Durchlässigkeit Rechnung getragen wird, dass die freie Szene, und da rede ich auch von bildenden Künstlern, Contemporary Arts und anderen, mittlerweile doch eine große Künstlerschaft darstellt, die dieses Land mitträgt im künstlerischen Ausdruck. Wir freuen uns darüber, dass wir Vertreter des Bundes, des Landes, verschiedener Interessensverbände, vom BFDK über den Fonds Darstellende Künste und andere bei uns mit auf dem Panel haben und die sozusagen in der Neuverhandlung den ersten Schritt miteinander diskutieren, was ist jetzt wirklich nötig, was müssen wir gehen. Weil klar ist, wir müssen es neu miteinander aushandeln, wie gefördert werden kann. Es gibt kein Weiter-so. Es geht in dem Panel auch dann vor allen Dingen darum, zu zeigen, dass eine Umverteilung stattfinden muss und dass dem Rechnung zu tragen ist, dass die freie Szene gefördert werden muss, flexibel und auch im Austausch mit großen Institutionen wie Theater, Museen oder Festivals oder größeren Festspielen auch eine wesentliche Rolle spielen.